Hallo, liebe Geschwister. Nachdem ich Sie 14 Tage mit alten Andachten abgespeist habe, geht es nun zu Beginn dieser neuen Woche wieder weiter mit dem Matthäusevangelium und wir schließen das 10. Kapitel ab. Aber ich hoffe, dass auch die letzten zwei Wochen, die Woche vor Ostern und die Woche nach Ostern, die Themen durchaus Ihr Interesse geweckt haben. Nun lese ich aus Matthäus 10 das Ende ab Vers 40 bis 42. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird auch wie ein Prophet belohnt werden. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird auch wie ein Gerechter belohnt werden. Und wer einen unbedeutenden Menschen nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, Amen, das sage ich euch, ein solcher Mensch wird ganz bestimmt seine Belohnung dafür erhalten. Liebe Geschwister, nur nochmal zurückschauend, wir sind nach wie vor noch bei den Aussendungsreden der Jünger und er bereitet sie darauf vor und das hatten wir ja vorher mit dem kein fauler Frieden soll geschlossen werden und all diese Dinge und nun sind wir am Ende dieser Aussendungsrede und da geht es gezielt darum, wie ist das mit denen, die Jünger aufnehmen. Und um das, was ihnen gegeben wird, denen, die bereit sind, die Menschen um der Sache Jesu willen aufzunehmen. Der erste ist gleich ein deutlicher Hinweis, wer ihn aufnimmt, der nimmt auch Gott auf. Beziehungsweise macht er sehr deutlich, dass wer seine Jünger aufnimmt, dass sie damit in seinem Namen, dass sie in seinem Namen unterwegs sind, im Namen Gottes agieren. Und das ist uns also letztlich auch mitgegeben. Da, wo wir im Namen Jesu in unseren Alltag hinausgehen, da, wo wir im Namen Jesu reden oder auch handeln, tun wir das in Gottes Willen. Sind dann sozusagen Boten Gottes. Er macht es sehr deutlich und ruft damit wieder alttestamentliche Schriften auch auf, wer einen aufnimmt, einen Propheten, der wird auch letztlich Dank bekommen, wie es einem zusteht, wenn man einen Propheten aufnimmt. Und da klicken bei vielen jüdischen Hörern die ihnen vertrauten Geschichten, zum Beispiel Elia wird aufgenommen von der Witwe in Sarepta und er erlebt dort nicht nur Gastfreundschaft, sondern die ganze Familie erlebt den Segen Gottes, in dem Brot und Mehl nicht aufhören oder nicht alle werden in dem Haus, obwohl es gerade schlechte Zeiten sind. Durch das Teilen dieser Dinge geschieht es. Das zweite, wer einen Gerechten aufnimmt. Ein Gerechter ist einer, der mit Gott in Verbindung ist. Da würden uns verschiedene Geschichten einfallen. Ich will jetzt nur eine, die Hure Rahab, die Kundschafter aufgenommen hat, die, als die Juden vor Jericho waren und sie auskundschaften wollen, wie sie in die Stadt hineinkommen. Sie bekommt ihre Belohnung. Sie bekommt die Belohnung, dass einmal ihr Name nicht vergeht, zum Zweiten sie verschont wird, als die Stadt eingenommen wird und sie eigentlich eine Ehrenstellung, weil sie die Kundschaft da nicht nur aufnimmt, sondern schützt, versteckt und auch wieder entkommen lässt, wird ihr Ehre zuteil im Volk Israel. Man könnte auch noch andere Geschichten durchaus mit Gerechten anführen, die aufgenommen werden, wo letztlich Segen entsteht. Und damit macht Jesus sehr, sehr klar deutlich,
Wer den einen von den meinen aufnimmt, wird diesen Segen auch empfangen. Es bleibt nicht unbelohnt. Und dann macht er seinen Jüngern noch einmal deutlich, wer euch aufnimmt, wird auch seine Belohnung erhalten. Dabei geht es nicht darum, dass irgendwann hausiert und sagt, ja, Gott wird es dir schon lohnen, sondern dieses Wissen darum, dass Gott dem Haus, das letztlich oder dieser Familie, die den Mut hat, einen dieser Boten Jesu aufzunehmen, das Wissen darum, ich bringe sie nicht etwa in Gefahr, sondern sie werden Gottes Segen erleben. Sie werden Lohn dafür bekommen. Nun ist es in dieser Zeit auch durchaus so und auch später, und das weiß Jesus, dass das nicht immer so einfach ist, sondern dass auch Zeiten kommen werden, wo Christen dafür mit dem Leben bezahlen, wo Menschen, die Christen aufnehmen, durchaus in Todesgefahr geraten werden. Aber auch da gilt es, dieses Wort vom Lohn. Es ist nicht eine hohle Phrase, sondern erinnert euch daran, es wurde mal gesagt, oder Jesus sagte, wenn ihr in ein Haus hineingibt, dann segnet dieses Haus die Menschen, die euch einlassen. Wenn sie es nicht wert sind, dann geht wieder hinaus und der Segen wird mit euch gehen. Auch mit einer Stadt, die es nicht wert ist, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht. Und genau das letztlich geschieht hier auch, diese Verheißung der Belohnung, und die Belohnung heißt eben, dass Gott dieses nicht vergisst, wo seine Leute ordentlich aufgenommen werden. Da geht es gar nicht mal darum, ob man Christ ist oder nicht, sondern einfach, das steckt da drin, dieses, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Eigentlich eine schöne Verheißung, mit der er schließt, weil er deutlich macht, ihr werdet Segensbringer sein. Ihr werdet nicht nur die gute Nachricht verkünden, ihr werdet nicht nur Wunder tun, ihr werdet nicht nur heilen, das sind alles großartige Sachen, sondern ihr werdet Segensbringer sein. Und Menschen, die sich darauf einlassen, werden belohnt. Wenn uns das letztlich auch vor Augen ist, können wir viel unbefangener auch auf Menschen zugehen. Können wir auch damit umgehen, dass durchaus wir auch abgewiesen werden, dass nicht jeder offen ist. Interessanterweise bei den Zeugen Jehovas, die werden direkt auch darauf geschult, dass sie abgewiesen werden und dass sie es als Ehre empfinden, weil die Welt ist blind und lehnt die, die echt glauben, ab. Das ist nun mal schon wieder, würde ich sagen, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber es steckt ein Funke schon drin, dass da tatsächlich eine besondere Belohnung drauf liegt. Und im Orient ist ja nun die Gastfreundschaft auch etwas ganz Besonderes, aber sie wurde zum Teil ausgesetzt bei bestimmten Volksgruppen. Und dazu gehörten dann später auch durchaus die Christen in den Verfolgungswellen, in den Diffamierungen, die ja ziemlich bald nach Jesu Tod einsetzen mit Paulus, aber dann immer wieder in großen Wellen kommen, und immer sind die Christen dann dran schuld, und da spielt das eine große Rolle. Denken Sie später an Luther im Mittelalter, wer ihn aufnahm nach dem Wormser Reichstag, nachdem dort letztlich er vogelfrei erklärt wird, verliert alles, Haus und Hof und jegliche Möglichkeit des Lebens, ja sogar sein Leben. Und trotzdem gab es Menschen, die ihn immer wieder geschützt haben, bis hin zu Friedrich dem Weisen. Und so, aber auch damit letztlich die Sache Gottes vorangetrieben haben. Und heute stehen wir in diesem Prozess und dürfen von Jesus gesandt das Unsrige tun, damit Gottes gute Nachricht auch in unserer Zeit, gerade in Pandemiezeiten,
an den Mann, an die Frau kommt. Herr, wir danken dir, dass du uns da so hoch einschätzt und dass du, wenn Jesus uns sendest und wir im Auftrag Jesu unterwegs sind und ihn verkünden, dann auch wirklich von dir getragen sind. Wir danken dir für deine Liebe und deine Güte. Wir danken dir vor allem immer wieder für dein Wort und die Möglichkeit, dieses Wort auch zu entdecken. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Danke, dass du in Christus, der Lebendige, der Auferstandene, an unserer Seite bist. Segne du uns in dieser Woche, segne du diesen Tag und sei und bleibe du bei uns. Amen. In diesem Sinne, einen gesegneten Tag.